Ich schwöre, das mir übertragene Amt, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen, und Gerechtigkeit gegenüber jedermann und jeder Frau üben werde. Und Gerechtigkeit gegenüber jedermann und jeder Frau üben werde. Vielen Dank. Damit sind Sie eingeführt und vereidigt. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, dass es ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen der Menschen in dieser Stadt. Viele beschäftigen die sogenannten kleinen Dinge. Und die wirklich klein sind, lasse ich mal da durch. Sie bewegen die Fragen nach der Sauberkeit in der Stadt oder den Umgang miteinander. Oder sie kommen in einer ganz persönlichen Schicksalslage und erwarten zu Recht Hilfe. Um sie müssen wir uns kümmern, denn gerade ihre Themen sind oftmals auch ein wichtiger Indikator dafür, wie es insgesamt um die Stadt geschieht. Wir, als die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft, müssen noch stärker als bisher in den Dialog gehen und gemeinsam auch um die Vorstellungen ringen, wo Bochum in 5, in 10 oder gar in 20 Jahren steht. Die Neuaufstellung der Wirtschaftsförderung war hier ein erster wichtiger und richtiger Schritt. Und die derzeitige Optimierung der Gesellschaftsstruktur, die Umbenennung in Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, müssen wir als Programmatik für eine moderne und aktive Entwicklung unseres Wirtschaftsstandorts betrachten. Ich will gemeinsam mit unseren Partnern stärker über den Tellerrand schauen. Das muss eine Stadt der Größe Bochums leisten können und leisten wollen. Wenn ich mir unseren Wirtschaftsstandort in 10 Jahren vorstelle, dann sehe ich im Vergleich zu heute eine viel kleinteilige Wirtschaftslandschaft mit intensiv vernetzten und dynamischen Unternehmen. Wir befinden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Herausforderungen hier in Bochum und müssen dafür nicht in den Süden Deutschlands wechseln. Dies setzt auch eine gepflegte Infrastruktur und ein weiterentwickeltes Mobilitätskonzept voraus. Weil ich sehe vor allem auch eine Stadtverwaltung, die sich an klaren Zielen orientiert, als aktiver Partner der Wirtschaft. Wir erwarten für das kommende Jahr eine Fortsetzung der umfangreichen Zuwanderung von Schutzsuchenden und müssen dieser gewaltigen Aufgabe gemeinsam mit großer Kraft stellen. Zunächst, das ist glaube ich aber auch völlig unstrittig, geht es mal darum, schnell Sachen am Kopf, Essen und Kleidung und medizinische Versorgung herzustellen. Das sind die Ansprüche, mit denen die Menschen erst kommen. Aber das ist nicht unsere eigentliche Integrationsaufgabe. Das sind die Basics. Unsere eigentliche Integrationsaufgabe besteht darin, sowohl für die Menschen, die kommen, als auch für die Menschen, die schon lange hier sind, in den Blick zu nehmen, was von nachhaltiger Wichtigkeit ist. Wir stehen als demokratische Kräfte in Bochum gemeinsam auch vor der Aufgabe, den Flüchtlingen in Bochum Schutz vor rechten Populismus und Anfeindung zu geben. So, jetzt kommen wir nochmal zum Vorfeld. Die Chancen, dass der VfL der Aufstieg in die erste Liga eher früher als später gelingt, stehen nicht wirklich schlecht. Auch nicht super gut, aber könnte was klappen. Und wenn das gelingt, dann sollten wir alle gemeinsam mit Stolz diesen Verein, seine Mannschaft und seine Anhänger auf dem Rathausvorplatz empfangen und gemeinsam der Republik zeigen, der VfL und seine Stadt werden wieder Erstklasse. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.